Upsi, upsi. So, was haben denn hier? Aufträge, da schon wieder Mülleimer. Fängt ja mal gut an. So, gleich weg damit. Ich habe 36.500. Ja, damit hier, ne? Die kleine, dicke Werkstatt. Sage ich mal herzlich willkommen. Markt. Markt, wiss, nein. Breite Schublade. Eine breite Schublade. Okay, 27 Einheiten. Ist im Moment auch das Einzige, was da geht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mal gucken, ob das auch alles dann so klappt, wie ich das mir vorstelle. Also, das ist Holz, das kommt auf die Säge. Das geht dann da rein. So, und da kommt das jetzt hier. Zack, zack, Säge. Säge. Das kommt da rein. Oder daran, wie auch immer. Säge. Ja. Säge. Oha, ob das was wird? Ich weiß ja nicht. So. In die Kreissäge damit. Moment, hier ist noch was. Da in die Werkbank rein. Das auch. Okay. Lieferbar 27. Menge. Oha. Was da alles gemacht wird dann. Aber links die Zahlen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. 27. Achso. 27. Ich versuch das mal. Hier hin, genau, 27. So. Und los. Warte mal, wenn ich jetzt hier noch baue neue Räume. Nein. Bereiche der Fabrik abreißen und löschen? Nee. Eine neue Ladebuch? Nein. Grundstück, ja, warte mal. Das kostet 6.000. Okay. Das da unten oder das da oben? Ich nehme mal das hier oben. Ja. So. Dann ist hier. Okay. So, Moment, dann. Wenn wir hier das so gekauft haben, warum kann man da nicht? Bewegen platzieren, Modus verlassen. Nee, 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 da hier. Schade. Ich glaube, das bringt da auch nichts.
den jetzt hier an der Tür habe. Und dann erstmal so mache. Für weitere 10.000, aber dann ist da die Tür wieder rot. Das ist doch doof, wenn da die Tür rot ist. Warum ist denn die Tür rot? Ich verstehe es nicht. Bestellung? Nee, die Tür ist rot. Die darf nicht rot sein. Nochmal. Wieso ist denn? Ich verstehe das nicht. Ist eigentlich die Tür noch grün? Hm. Aber wenn ich das dann so als bauen will, dann ist rot und dann ist die Tür auch rot und dann kann sie da nicht durch. Das ist ja blöde. Das muss noch irgendwie anders gemacht werden, aber wie? Vielleicht ein weiter weg? Aber kann ich mir auch nicht vorstellen, aber mal sehen. Jetzt bin ich ein kleines Feld da wie von der Tür weg, aber dann ist sie auch noch rot. Das ist doch doof. Wieso geht das nicht mit der Tür? Verstehe ich nicht. So hier Wände zu bauen und kriegt das nicht hin, weil dann die Tür immer rot ist. Das ist echt merkwürdig. Jetzt der Raum dann und hier ist aber dann der Übergang. Tja.
Schon komisch. Na gut. So. Oha. Ja. Ich nehme hier erstmal eine Zone. Bling. Was denn? Ich drück doch Dreieck. Ach Mann, ey. Ja, ja, schmeiß doch mal überall hinter deine Sache. Merkwürdig. Okay, Moment. Moment, ich will erstmal hier so. Ach, denn, nee, das geht noch nicht, weil da noch gebaut werden muss, ne? Aber die müssen erstmal die ganzen Sachen da. Jetzt kommen die Arbeiter. Ach, war der andere war zuerst da, ja. Heieiei, okay. Ich erstmal eine Marzipankartoffel. So, heute ist der 4.11. Wow. Am 10. kann ich dann Planet Coaster spielen. Dann freue ich mich schon. Alter. Hammer, 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 hammer. Ach ja, die muss noch den Boden erleben. Komm, schneller hier. Oh Gott. Hammer, 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 hammer. Ja. Die bauen den Boden da ganz komisch. Na gut. Ach, die haben die abgeholt. Ja, genau. Okay, mal gucken. Eine Zone, Ladezone. So, jetzt geht's. So. An der Tür komme ich nicht vorbei, oder? Doch. Ey. Moment, jetzt muss ich hier runter. Dum, daddy. Dadum, dadum, bap, 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 hoch. So, das muss groß genug sein jetzt hier. Kann auch da mal was abgelegt werden. Ich verstehe aber nicht, dass ich die Räume nicht so hinbekomme wie hier. Dass einfach da so ein Durchgang ist. Dass ich hier mal so ein Feld freilassen muss. Okay. Ja, ob das was wert, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich habe da zu viel jetzt erstmal ausgegeben für den einen Raum und so. Aber gut. Kannst ja mal versuchen. Thank you.
Weil die Schublade hier, die ist ganz schön. Die macht ganz schön viel Arbeit. Ah, ich kann ja mal gucken hier im Moment. Geht noch. Oh. Da mache ich einmal reparieren. Das ist schon sehr weit unten. Ja, das auch. Aber da. Okay. Die Kreissäge geht noch. Ich bin echt mal gespannt, ob ich das hier schaffen kann, die breite Schublade. Weil die dauert echt lange, wenn man das so sieht, die ganzen Arbeitsschritte und so. Das war echt ein großer großer Bauplan. Ganze Lager hier voll. So, Säge? Ja, muss noch nicht, das ist. Klein Krümel im Hals, aber das macht nichts. Ich werde trotzdem weiter gearbeitet hier. So, was haben wir hier? Na, es geht noch. Muss noch nicht repariert werden. Los, komm, mach hier. Oha, ich gehe jetzt immer weiter runter mit dem Geld. Ich meine, 27 ist auch ein bisschen viel, ne? Hätte nur 15 machen brauchen oder sowas, aber. Oder 10. Okay, ich repariere mal hier. Nee. Hier muss noch nicht, hier muss dann auch noch nicht, ne? Nein. So, wer kommt denn? Ach. Wieder einmal der Rattenfänger hier. Achso, nee, ich muss da. Moment, eine? Nein, zwei sind hier oder was? So, wer baut das auf? Er macht das. Okay, und feuern hier. Moment. Da kommt eine Feuer und Bam, die hat erwischt. Ja, Stinkbombe. Bam, gleich beide. Okay, eine läuft noch da hinten rum, soweit komme ich nicht. Huch. Da ist ja auch noch eine. Was hat denn die hier zu suchen, sag mal? Ja. Vielleicht da. Okay, sieht gut aus. Das ist auch noch gut, die Maschine. Die ist auch noch gut. So, Moment. So, hier. Ah.
Okay, da muss ich warten, bis die am Eingang sind hier. Feuer und. Ah, nicht ganz. Die habe ich getroffen. Wo ist denn noch eine hier? Moment. Feuer und. Bam, yeah. Dummy, ja. So, pack mal deine Kanonenkugel hier wieder ein hier. So. Ey, Kati. Was glaubst du denn da so? Oha. Ey, Kati, hör mal auf. Du kommst ja mit drauf auf die Aufnahme. Denk noch, einer klopft da an der Tür oder was hier? Also, das ist die Kati, klopft gegen ihren Dings da, Transportkiste da. Klopf, klopf, herein. Ja, bist da? Mitten in der Nacht um 1:34 Uhr. Oder die Waffe. Die Zeit vergeht immer wieder so schnell heute, ey. 1:34 Uhr, heute am 4. November, Donnerwelle. Also mach hier schnell arbeiten, damit ich noch rechtzeitig ins Bett komme. Das gut noch. Ja, geht noch. Da oben muss sowieso nichts gemacht werden. Da muss alles gemacht werden. Okay, wir haben jetzt fünf breite Schubladen fertig. Und wie breit ist so eine Schublade? 2,80 Meter oder was? Kihi. Und haben jetzt 35%. Tolle Bilder. Mal gucken, nein. Wie bekomme ich das hin, dass ich die Räume hier besser verbinden kann? Ich weiß es nicht. Mache ich den ein bisschen dichter dran, dann ist das rot, dann geht es nicht. Keine Ahnung. Bin mal gespannt, ob drei Leute das hinbekommen. Ja, Bukadakadokuku, Sudoku. Ach was, es ist zwar spät in der Nacht, aber ich esse auch ein Stück Lebkuchen. Das geht immer. Und was hast du hier zu essen? Guck mal auf deine Uhr. Wie spät ist das jetzt gerade bei dir? Tja. Du hörst mich hier in der Vergangenheit. Siehst du das Spiel hier, was ich in der Vergangenheit aus deiner Sicht jetzt gemacht habe? Und du bist nicht in der Zukunft. Nur wo bist du jetzt? Das weiß ich ja nicht. Welchen Tag hast du? Welches Jahr hast du? Welche Uhrzeit hast du? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir leider nicht sagen. Ich bin ja hier jetzt in der Vergangenheit aus deiner Sicht. Ja, könnte man reparieren, aber. Oh ja. Der ist reparierfällig hier. La 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 la. Okay. Wer arbeitet da so spät noch an den Möbeln rum? Das sind meine drei kleinen Helfer, denn die sind nicht dumm. La 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 la. Eieieiei, da haben wir aber viel uns ja angelacht sozusagen. Angelacht und mitgemacht.
Hoi. So, die machen Kaffeepause. Eieiei, mein ganzes Lager hier. So viele breite Schubladen, Halleluja. Ich bin schon lange auf 10 jetzt, das ist ja Wahnsinn. Reparieren einmal. Und ich trinke mal ein bisschen Wasser. Wieso bin ich denn da jetzt so lange auf 10, sag mal? Weil die noch andere Kleinigkeiten machen? Das Schöne ist ja eigentlich, die brauchen keine Toilette, ne? Die arbeiten, machen ab und zu Kaffeepause, aber pinkeln müssen die nicht. Pinkeln müssen, ja, die nicht. Also. Immer noch auf 10, oh, ist ja Wahnsinn, wie lange das jetzt halt dauert auf 10. Wow, mein Geld geht immer weiter runter. Heieieiei. Ich kann so jetzt nichts verkaufen, ne, zwischendurch, nö. Eieieiei. Nachfrage sind jetzt 33. Liefern. Ich kann was abliefern. Okay. Ich mache mal liefern. 11. Das sind im Moment 24.511. Ja. Okay. Der Markt wurde aktualisiert. Was denn? Im Moment. Geld geht ein bisschen noch nach oben, aber. Ja. Ich muss erstmal hier was abliefern. Sonst habe ich ja gar keinen Platz, zum Beispiel. Okay. Immerhin kriege ich dadurch dann auch wieder ein bisschen Geld und habe ein bisschen Platz wieder für die anderen. Pling. Was ist denn jetzt wieder los hier? Achte auf den Ladebuch. Dummkopf. Ich bin nicht bankrott. Hallo? Guck mal, jetzt habe ich da 24.000 plus. Du bist auch bankrott. Ich weiß ja, was ich mache, wie ich dann Geld bekomme. So, 13 haben wir da. Das wäre als Beispiel jetzt mal hier. Ja. Preis ist gut, lasse ich noch mal. Ja, die hat neulich mal was freigeschaltet irgendwie, dass ich besser gucken kann, wie da jetzt die Preise sind.
kann ja noch mal 14 verkaufen. Dann habe ich 14 Plätze wieder frei. So ist es nicht. Mal gucken, kriegen wir noch einen 15 da oben hin vielleicht. Aber lass mich erst mal gucken hier, was haben wir denn da? 100%. Die Maschine. Ja, es geht noch. Und die hier? Oha, die muss repariert werden. Alles klar. Okay. Ich will jetzt 15 Schubladen hier loswerden. Das macht nochmal 8900. So. Ach ja. Na, guck mal, bin jetzt das erste Mal über 30.000 gekommen. Das ist doch was. So, lass ich mir das gefallen. Die arbeiten und ich esse Lebkuchen. Ja. So. Ja. Okay. Was der ist auch immer davor hat, keine Ahnung. Ich kann ja noch mal eine Ladebuch kaufen. Jetzt habe ich ja Platz, warte mal, also und Geld. Mäh. 5000, genau. Gut, ich kann das da ganz nah machen. Kommt ja auch dann drauf an. Also wenn ich jetzt hier eine mache, dann kann man später dann noch eine daneben machen. Okay. So, ja, ein reicht erstmal. So, dann bestellen. Wenn ich mal was doppelt habe, jetzt dass einer was liefert und einer muss was abholen und so, dann stehen die sich nicht im Wege. Da kommt der Arbeiter. Der Max. So, nennen wir ihn einfach mal Max. Huch, da ist einer hingefallen. Da lag wohl eine Bananenschale. Geh so dann jetzt damit hin. Stellt euch hier vorne ab, Max. Ach Gott. Und da geht er jetzt so langsam. Dein Kollege fährt weg, ey. Ja, jetzt musst du hier bleiben. Du. Kannst Kaffee trinken. Ach so. Alpha, Beta. Und die nächste heißt dann Gamma, oder was? Wo ist jetzt dein Kollege, hä? Ach, da kommt er. Okay. So, was haben wir denn hier? Da sieht es gut aus. Kann repariert werden, muss aber nicht. Naja. Ja, aber ich mach das mal. Hui, einmal war ich das erste Mal jetzt über 30.000, jetzt habe ich hier wieder 26.000. Gut, aber ich da wieder was bekomme, ist ja auch dann wieder fein. Immerhin habe ich jetzt hier wieder Platz bekommen dadurch, weil ich zwei Sachen verkauft habe, also zweimal. Was spritzt denn da bei der Säge so raus, sag mal? Denke ich mal, ich bin das. Okay. Dann lasse ich das nochmal jetzt schneller laufen, weil wir haben noch einiges hier zu arbeiten. H.
Habt ihr erst 66%, Alter. La la da 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 da. Jetzt bin ich bei Tag 117, Donnerwetter. Kappa kappa kappa. Oh. Da ist noch gut. Hier ist super. Okay. Einmal sägen. Einmal zusammenleimen. Und ein bisschen hämmern da. Den Griff fest. Schrauben oder was auch immer. Säge, 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 säge. Säge ist gut. Gumpa, gumpa, gumpa. Schnumpa, gumpa, lumpa. Kann denn der Pausenraum noch was vertragen? Ich denke mal schon. Die Frage ist nur, was könnte man da reinmachen? Pling. Was haben wir denn? Der Preis ist jetzt etwas gleich geblieben, oben vom Strich her. Ich bin schon lange auf 15, Alter. Würde ich jetzt was verkaufen? Nein, kann ich jetzt nicht. Warte mal. Angebot. Nee. Das war ja so. Liefern, also. Dann bekäme ich jetzt noch 2169. 2100 ist so viel. Für ein. Ja. Und die arbeiten da immer noch. Okay. Kann zwei jetzt. Mark-Update 2 Tage. Okay, 2 Tage habe ich noch Zeit. Also, bis sich der Preis und sowas wieder ändert. Lass ich das nochmal. Wie viel habe ich jetzt einmal abgegeben? Einmal 11, einmal 15 oder sowas? Ja gut, ein bisschen fehlt da noch bis 27. Der Kuni wohnt an der Uni. So, der Preis. Kikiriki. Yep. Der grät immer um die. Oh Gott, was kommt denn jetzt? Deine Arbeiter scheinen von einem merkwürdigen Parasiten befallen zu sein. Sieh zu, dass du sie loswirst. Was, die Arbeiter oder die Parasiten? und wie mache ich das? Ah, hier. Moment. Moment, Moment. Gut gemacht. Alle Gehirnwürmer wurden extrahiert. Aha. War nur einer. Gehirnwürmer. Da geht ein Wurm in dein Gehirn und saugt es aus. Und dann wirst du ganz dumm. Dann denkst du irgendwann, du bist ein Alien oder so. Was haben wir denn? Bei Lieferung? 5. 5 habe ich, warte mal. Ich brauche, ja, 27.
Wäre die 5, dann habe ich 25. Kann man reparieren? Ja. Aber noch sind die jetzt nicht so kaputt. Ich glaube, der muss wieder als erstes gemacht werden. Wenn ich das so sehe. Ja. Knapp dahinter. Die kleine Säge. Lalalala. Okay, dann machen wir schon mal. Und zur Sicherheit verkaufe ich dann erstmal die 5 oder was haben wir hier? Ja, 5. Gib noch mal 10.000. Zu meinen 27, 10.000 dazu, komme ich auf 37. Und außerdem gibt es dann wieder hier Platz. So, mal schnell einpacken hier. Klucker, 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 schnucker. So. Siehst du, jetzt habt ihr da wieder mehr Platz zum Bauen. Oder abliefern, besser gesagt, wenn ihr was fertig habt da. So, warte mal, jetzt bin ich hier. Jetzt haben wir. Okay, die Nachfrage ist klar, geht runter. Aber der Preis oben, der ist noch ein bisschen, ja, ist noch gut. Prozent erst. Halleluja. Ich kann ja schon mal was für den Pausenraum kaufen. Mal gucken, was haben wir denn da im Angebot? Ich genau, warte mal. Ein Radio. Da kommt das Radio hin. Okay. Hey du da im Radio. Hallo Leute, ich habe ein schweres Radio für euch. Hier, baut es selber auf. Ich hab's eilig. So. Und das Radio tanzt vor Freude. Wer braucht schon das Internet, wenn Geräusche so problemlos über Schallwellen übertragen werden? Genau. So, okay. Schneebidi-bum, schneebidi-bei, schneebidum-tadam-tadam-tadai. So, mal gucken, hier ist gut. Da ist gut. Die Klebestation, ja. Okay, das muss jetzt noch nicht sein. Plumps. Gleich habe ich da, oder habe schon eine halbe Stunde irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich die Uhr richtig gestartet habe. Donnerwetter! Ja, habe, habe, Junge. Okay, Preis geht runter. Preis geht runter. Da kann ich jetzt nicht auf Dingens gehen. Liefern. Mach das mal da reparieren. Okay, das ist gut.
Alles super. Ja, gut, kann man mal machen. Da unten fehlt jetzt dann das Lieferding. Okay, ich kann das auch nicht liefern jetzt. Nein. Jetzt freut ihr euch, ne? Jetzt habt ihr Radio und Fernseher und so weiter. Wer ist größer, der Pausenraum oder der andere Raum? Wie kann ich... So normal kann ich den Raum nicht vergrößern, ne? Jetzt nicht, welcher Raum da oder ob beide in etwa gleich groß sind. Hier ist gut. Geht noch. Alles geht noch, okay. Segel. Also der Raum hier ist um einiges größer, aber der wird auch dann als Lagerraum irgendwann mal genutzt, hoffe ich mal. Sonst kriege ich ja den mal als Pausenraum. Okay, gleich haben wir da 90%. Das ist. Komm. Jetzt haben wir 90%. Dass ich doch mal jetzt so hochkomme und dann zweimal von über 30.000 bin, also hätte ich jetzt nicht gedacht. Kann ich jetzt verkaufen? Nein. Muss ich doch warten, bis die da fertig sind. Bei 100%. Wie sieht's denn mit kleinen Regale aus? Im Shop. Hier haben wir große Regale, kleine Regale. Ich nehme mal kleine. Ah ja, das ist so. Drehen. Warte mal. Einmal da ein kleines Regal hinstellen. Kann das so hingestellt werden? Ich weiß nicht. Klein und ein großes. Aha, da ist der Weg versperrt. Okay, der versperrt einen den Weg. Warum das? Warum auch immer. Dann nehme ich doch dieses große Regal einfach mal hier rein. Okay, weiter geht's nicht. Dann erstmal da rein. So. Einmal ein kleines Regal, einmal ein großes Regal. Das Regal steht über der Grenze einer Zone. Passe die Zone an oder verschiebe das Regal. Alles klar. Ich hatte es ja doch vor zu verschieben. Warte mal, bewegen. Ich be bewegen. Okay. So, Moment. Bewegen. Jetzt geht das. Dann. Ja, ist ja auch hier auf der Zone drauf, aber.
Mein Gott, die Zone ist groß genug. Dann kann ich das auch hier machen. Dahin. Okay. So, Moment. Dann bewege ich das große, dann kommt das hier mit hin daneben. So, siehst du? Huch. Es steht. Okay. Moment. Wieso steht das jetzt? Steht über der Grenze. Wieso über der Grenze? Ich verstehe es nicht. Dann doch noch ein Tick von der Mauer weg hier. Dann mache ich das so. Wieder rot. Wieso denn das? Ich stehe nicht auf der Grenze und nicht über der Mauer hier oder so. Das ist ja komisch. Wieso steht es denn? Das ist doch blöd. Finde ich irgendwie. Wieso soll das denn hier verkehrt sein? Hä? Kann doch nicht sein. Steht über der Grenze eine Zone. Aber die Zone ist doch hier. Hä? Das mal so, ob die in die Zone rein müssen. Okay. Dann müssen die halt in die Zone rein und nicht daneben stehen. Ja, wegen abliefern, genau. Ich dachte, man kann das auch so dann abliefern, aber da ich dann die Zone frei hätte, aber gut. Das muss man ja erstmal verstehen, ne? Denk, hä, über die Grenze und alles, und hä, was, wie? Okay. Nein. Ja, Koppa, Koppa, Koppa. Koppa fehlt, okay. Es tanzt ein rotes Radio im Pausenraum herum. Für die Bumm, es tanzt ein rotes Radio im Pausenraum herum. Es wackelt links, es wackelt rechts und in der Mitte hat es nichts. Also. Ja. Na, hier sieht es doch auch gut aus. Ein paar Hubladen sind noch nicht fertig, aber gleich. Ich bin dicht vor der 26. 99,1%. Na, jetzt muss es aber hier zacke zacke gehen, ey. Jetzt muss es zacke zacke gehen, sage ich. Hallo. 99,5. Die anderen wollen nicht mehr arbeiten, die faulen Säcke. So, was sagt denn mein Markt hier? Donnerwetter, jetzt kann ich wieder liefern.
Preis ist gut. Nachfrage geht hoch. Aha, okay. Komm, mach den einen noch fertig, damit die Folge hier beenden kann. Einmal 27 Schubladen bestellt und nie wieder. 15 ist okay. Da komme ich dann auf eine gute Zeit für so ein Video. So. Und ab dafür. 13.900 kriege ich nochmal. Yippee-yay-ho. 13.000, Alter. Das bedeutet. Ja, Alter. Schnapp-da-da-da-da-da-da. So langsam kommt es bei mir. Also, hier in den, ja, die Leute. Okay. Gut, dann beende ich jetzt mal die Folge mit 45.000, Alter. Knapp 46.000. Halleluja. Ja, geil. 46 haben wir knapp. Ey, Wahnsinn. Gut, mal sehen, was ich als nächstes mal hier bauen kann. Jetzt haben wir eine Ladebuch mehr. Ich habe jetzt hier einen etwas größeren Raum mehr, wo ich was abstellen kann. Und vielleicht, wo da noch was hin kann. Aber mal gucken. Dann bedanke ich mich. Ja, wünsche dir einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem, wann du sie guckst. Bleibe oder werde gesund und immer schön was trinken, ne? Und so weiter. Dann bis zur nächsten Folge in meinem kleinen, dicken ja, Workshop hier. Mach's gut. Bye bye.